Gartenbasteln und Heimwerken wird unser Thema sein in den kommenden Minuten, liebe Zuschauer. Und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen so in der Region war. Ich habe nicht so wirklich das Gefühl, dass wir so etwas wie einen Winter erlebt haben. In der Spitze waren das zum Teil bis zu 19 Grad in der Münchner Innenstadt und das eigentlich im tiefsten Winter. Bringt uns auf eine Thematik zu sprechen, die viele von Ihnen wahrscheinlich auch in den letzten Wochen und Monaten zu Hause praktiziert haben. Bei schönem Wetter holt man ganz gerne auch mal die Gartenmöbel raus, um sich zumindest mal ein Stündchen in die Sonne zu setzen. Aber man hat keine Lust, jedes Mal wieder in die Garage oder in den Schuppen reinzupacken. Was man braucht, sind gute Abdeckmöglichkeiten. Genau die zeigen wir Ihnen. Wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich meinen Namensvetter, den Carsten Spengemann. Und ich, wir zeigen Ihnen mal gemeinsam, wie Sie Ihre Gartenmöbel in der Zukunft einfach mal manierlich und vor allen Dingen geschützt auch mal draußen stehen lassen können. Coole Ideen haben wir, ne? Es ist ja jetzt an der Zeit. Also man hat ja eigentlich mit richtigem Winter gerechnet. Mein Kollege hat schon gesagt, der war jetzt nicht da. Trotzdem kenne ich es von mir. Man hat jetzt die Gartenmöbel im Keller oder in der Garage eingelagert. Jetzt kommen sie raus und wir beschäftigen uns heute natürlich nicht nur mit den Gartenmöbeln, sondern allgemein, wo die Gartenmöbel stehen. Da soll es ja auch schön sein. Das alles haben wir für Sie zusammengepackt. Und wenn Sie jetzt erstmal alles schön gemacht haben und die Möbel draußen haben und sich jetzt sagen, okay, jetzt wird es doch noch ein bisschen zugig, es wird ein bisschen nass, es wird ein bisschen regnerisch, dann will man natürlich diese Möbel auch schonen. Und deswegen haben wir Folgendes für Sie. Wir haben jetzt mal so den klassischen Tisch, den, egal ob jetzt Balkon oder Garten, deswegen haben wir genau diese Größe genommen. Den wollen Sie natürlich schützen vor Regen, vor Sonne, vor Schmutz oder gegebenenfalls, falls es noch mal schneien sollte, auch vor Schnee. Und da haben wir für Sie diese lustige Abdeckplane. Da können Sie einfach alles mit abdecken. Wir machen mal den lustigen Auseinanderfalter hier. Herr Roland, wenn Sie das mal halten wollen. Aber gucken Sie mal, wie groß das gute Stück ist. So, wo ist oben, wo ist unten? Da können Sie nicht nur... So, guck mal, die Ecke auf Ecke. Ja. Da geht's rein. So, und jetzt decken wir nicht nur. Also, warte, der hakt da noch? So, jetzt. Sondern wir können auch rein theoretisch noch sagen, guck mal hier, ich habe auch noch... auch noch die Deko auf dem Balkon oder auf der Terrasse. Die Dekopflanze, die packe ich auch noch mit ein. So. So. Das ist mal wirklich eine amtliche Größe. Da kriegen Sie auch mal einen Tisch mal mit 6 oder mit 8 Stühlen locker drunter. Vielleicht auch mal so ein bisschen Deko oder was mal das ein oder andere, was natürlich auch ausbleichen kann. Gerade die schönen Rattanmöbel, die sind natürlich der Witterung ausgesetzt. Die werden dann mit der Zeit immer grauer. Es sei denn, man lasiert sie einmal im Jahr. Den Aufwand betreibe ich ehrlich gesagt nicht. Rasiert? Ich sorge einfach dafür. Lasieren. Mit Ach so, Lasur, ich habe Rasieren verstanden. Nee, Rasieren brauchst du nicht. Apropos zuziehen, apropos abdecken. Hier ist natürlich nicht nur eine klassische Folie, sondern wir haben hier natürlich auch die Möglichkeit, mit diesem kleinen Seilchen das gute Stück richtig zuzuziehen. Das heißt, auch von unten kommt dann keinerlei, ich zeige es Ihnen nochmal hier, kommt da keinerlei Feuchtigkeit, Wind oder was auch immer drunter. Denn es wäre natürlich jetzt ziemlich dämlich, wenn wir das gute Stück einfach hier einpacken und plötzlich, kommen wir wieder hoch, da bin ich wieder, kommt eine Windböe und es ist weg. Denn wenn sich der Wind runtersammelt, haben wir die klassische Segeltechnologie, dann ist alles weg. Deswegen haben wir gedacht, das muss man auch zuziehen können und dann zieht man es zu und es ist zugezogen. So, Sie sehen, wir haben jetzt nicht nur den Tisch, wir haben nicht nur die beiden Stühle, sondern wir haben auch unsere Deko mit verpackt und die könnten wir da drüben auch noch mit drunter packen, denn wir haben einfach mal bei der Größe gedacht, XL im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn Sie mal im Baumarkt waren, und klassisch zur Frühlingszeit fangen genau diese Produkte an, angeboten zu werden, habe ich einfach mal die Möglichkeit, für 20, 30 Euro einen Überzug für einen Stuhl oder einen Tisch zu kaufen. Dann haben wir gedacht, nicht mit uns. Wir machen das Ganze für 14,16 Euro für Sie möglich. Und zwar in der Größe, gucken Sie mal hin, 2,50 mal 80 mal 2,10. Und da Bilder meistens mehr sagen als irgendwelche Worte oder Zahlen, haben wir für Sie einfach mal fast das komplette Studio eingepackt. Mhm. Wir hätten da auch noch eine Kamera mit einpacken können, aber dann hätte die Regie geschimpft. 14,16 Euro gepasst, oder? Ja, aber das sollte man nicht machen. Also, weil, stellen Sie mal vor, wir würden das jetzt machen und es würde ein Kind sehen und sagen, oh, das kann ich auch. Das wollen wir nicht. Das muss wollen nicht wir sein, definitiv ne? nicht. So, jetzt haben wir natürlich noch eine andere Abdeckung. Die ist nicht ganz so groß. Die ist ein bisschen kleiner. Die ist nämlich für die klassische Sonnenliege. Die können Sie auch ganz einfach und simpel entfalten. Da wir jetzt keine Sonnenliege hier haben, haben wir da mal für Sie was vorbereitet, wie das aussehen kann. Natürlich auch hier Schutz vor Regen, Sonne, Schmutz und Schnee. Und das Ganze für 9,41 Euro. Das ist mal ein ganz, ganz, ganz toller Preis. 100% wasserdicht, Kordelzug, da zeigt mein Kollege Ihnen das. Und Stopper natürlich auch dran am Kordelzug für einen wirklich sicheren Halt. Das heißt, hier haben Sie nicht plötzlich ein Windspiel und die Sonnenliege steht an einer anderen Stelle oder gegebenenfalls knallt es gegen die Scheibe, wenn es richtig stürmt. Die Maße sind hier 70 mal 70 mal 190 und das Ganze wiegt zusammengefaltet 800 Gramm. Das ist nichts und Sie sehen es, das ist richtig solide, gute Qualität, das reißt nicht. Man kennt es zum Beispiel von diesen billigen Abdeckhauben für einen Grill.
Wenn man da den Grill drüber zieht und vorne an der Griffkante vorbeikommt, dann ist das gerissen. Kaputt. Da haben wir gedacht, nein, wir wollen was wirklich Hochwertiges und das haben wir auch machen lassen. Das ist von der Anmutung her so ein bisschen wie die klassische blaue Tasche in dem schwedischen Möbelhaus. Und genau so fest ist das auch. Das hält wirklich was aus. Und für unter 10 Euro eine Sonnenliege abzudecken, das macht Sinn. Denn wer einmal, mein Kollege hat es gesagt, ich habe rasiert verstanden, er meinte lasiert, wer einmal gepinselt hat und da wirklich 2-3 Stunden zugebracht hat, es erst anzuschleifen und überzupinseln, wenn kriegst du nie von wieder runter. Und es sieht nicht aus wie neu. Das heißt, schützen Sie das, was bei Ihnen wirklich, ich sag mal so, der kleine Ort zur Entspannung ist. Ja. Denn die Sonnenliege finde ich besonders wichtig. Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Gab mal ein Lied, ja, ganz das genau. Passt. Hier haben wir die Abdeckung 9,41 Euro. Und da haben wir auch eine Bestellnummer für Sie, die NX und dann die 5087569. So, und das Schöne ist, wir haben hier also eine 100%ige Wasserdichtigkeit. Das heißt also, egal ob es regnet, ob es schneit, ob es hagelt, Ihre Möbel bleiben richtig gut geschützt. Und wie viele haben tatsächlich überhaupt keinen Platz, um Gartenmöbel überhaupt mal irgendwo unterzubringen? In der Garage steht normalerweise ein Auto, da stehen vielleicht noch 2-3 Fahrräder, vielleicht noch ein Rasenmäher, da wird es auch langsam eng. Eben, ja, wenn du da noch vier Stühle oder was hinstellen willst. Den klassischen Balkon nehmen, so wie ich jetzt zum Beispiel auf dem Balkon sitze. Deswegen haben wir genau diese Tischgröße gewählt. Ja. Da haben wir ja zum Beispiel das Problem, ich kann jetzt nicht in der Mietswohnung einfach mal in den Keller schleppen, denn mein Keller ist ja auch begrenzt. Ich habe nicht den Stauraum. Und da haben wir gedacht, okay, wenn man jetzt statt der Tisch zum Beispiel eine Sonnenliege hat, da haben wir es mal für Sie vorbereitet in dem Bild, dann besteht einfach mal die Möglichkeit zu sagen, ich bringe das unter und zwar da, wo es steht. Ich muss es nicht durch die Gegend tragen und ich habe die Möglichkeit, es wirklich perfekt zu schützen. Das ist unser Angebot an Sie. Zwei wirklich tolle, tolle, tolle Abdeckmöglichkeiten für Ihre Balkonmöbel, für Ihre Gartenmöbel und das Ganze zu Preisen, die Ihresgleichen suchen. 9,41 Euro, NX 5087569. So. Und schnipp, schnapp, ab ist er, der Ast. Wenn Sie jetzt im Garten arbeiten wollen, jetzt kommen wir zu dem Moment, wo jeder Mann sagt, oh Gott, die Zeit geht los. Wenn nämlich die bessere Hälfte sagt, so, Schatz, der Garten müsste jetzt mal gemacht werden. Dann steht man meistens da und sagt, Mach ich morgen. Dann ist schon Sommer, die Sommerzeit ist umgestellt und der Garten sieht immer noch so aus. Und dann muss meistens der Gärtner kommen, weil die Frau sagt, so, ich will es jetzt schön haben, morgen kommt die Familie. Das heißt, fangen Sie rechtzeitig an zu arbeiten. Und wie Sie arbeiten können mit dieser Schere, zum Beispiel einfach mal die Äste, die tot sind, die den Winter nicht überstanden haben, die können Sie einfach mal abschneiden. Und zwar bis zu einem Durchmesser von 2 Zentimetern. Wir haben hier einen richtig dicken Ast. Gucken Sie mal, das ist jetzt das dicke Ende. Und ich sage Ihnen mal eins, ein bisschen kräftig drücken, es wird jetzt wegfliegen. Ja, ja, Vorsicht. Aber, so. Wow, das ist ein richtig dicker Ast gewesen. Das heißt, hier haben wir nicht einfach mal ein kleines Billigprodukt genommen, wie normalerweise im Baumarkt diese Mitnahmeartikel, wo man, wie man einfach eben an meinem Kollegen gesehen hat, die kleinen Äste machen kann, sondern sie können bis zu 2 Zentimeter Durchmesser. Das sind die richtig Verastelungen, die Vergabelungen am Baum. Da geht richtig alles ab. Und das Ganze so leichtfertig, wie mein Kollege das macht, zack, da kann man nur sagen, 14,16 Euro. Zweistufige Öffnung, präzise, scharf, Rosen, Hecken, Reben, Hölzer, alles kann man damit wegschneiden. Und vor allem kann man es feststellen. Gerade hier diese zwei verschiedenen Größen, natürlich haben Sie hier zum einen den Feststeller, dass also die Schneide nicht aufgehen kann. Sie können das jetzt hier auf kleine Äste einstellen, da sieht man, dass es hier einhakt. Das heißt, die Schere oben geht bis zu einem gewissen Grad natürlich auf. Sie können aber auch diese Halterung komplett wegnehmen. Dann kriegen Sie die Schere etwas weiter auf, bis zu einer Astdicke von 2 Zentimetern. Ich orientiere mich hier an den etwas kleineren Durchmessern, weil das ungefähr so das Niveau der Äste ist an den Rosensträuchern meiner Frau, die gerade jetzt auch wieder bei den Temperaturen, wenn sie jetzt noch 2-3 Grad wärmer werden, auch wieder vernünftig zurückgeschnitten werden sollen, damit sie dann im Frühjahr vernünftig zur Blüte kommen. Alles möglich. Also da kann man wirklich hervorragend mit schneiden. Ich bin überrascht über das Schneidergebnis. Da wird nichts gerissen. Das wird sauber durchgetrennt. Genau. Deswegen lasst uns doch jetzt mal ein Experiment machen. Ich weiß von unseren kleinen Helfern, die uns die Sachen bringen, dass das hier hinten mehr sind als 2 Zentimeter. Und jetzt wollen wir einfach mal Folgendes probieren. Ich versuche mal. Das ist mehr. Ja. Also das ist mehr auch als die Rosenhecke deiner Frau, oder? Definitiv. Da müsste ich nur den Stamm abschneiden, wenn das so was. Guck mal da hier. Bräuchte man normalerweise jetzt die klassische Säge für. Und jetzt gucken Sie mal, wie sauber das geschnitten ist. Das ist mit diesem guten Stück möglich. 14,16 Euro, das sollte wirklich in keinem Keller und in keiner Garage fehlen, denn das können Sie immer brauchen. Und ich sag's mal so, brechen oder sägen ist genau der falsche Weg, wenn Sie den Garten hübsch machen wollen. Und wenn wir schon dabei sind, den Garten hübsch zu machen, dann sagen wir es mal so, der Kollege
hier aus Köln, der muss die Rosenhecken stutzen. Ich kann Ihnen eine Sache sagen, bei mir gibt es keine Rosenhecken im Garten, sondern bei mir gibt es die klassische Hecke, die richtig übelst wuchernde Hecke im Winter. Und eine Heckenschere, eine elektrische, wollte ich mir immer mal kaufen und habe dann gedacht, schweineteuer. Hier haben wir mal für Sie einen Film vorbereitet. Ja. Wir haben nämlich jetzt für Sie ein 4-in-1 Multifunktionsgartenwerkzeug. Das ist genau das gute Stück, was ich dann brauchen würde. Ja. Und zwar ganz klassisch damit die Hecke zu beschneiden. Einfach versuchen, vor allem, also Versuch macht klug, meistens genau das, so sieht es bei mir aus. Es ist einfach Wildwuchs, das ist ein bisschen wie Pippi Langstrumpfs Garten und da muss man wirklich ein gutes Werkzeug haben. Das Ganze werde ich genau so machen, denn das gute Stück kann einiges. Wir haben hier in der Testphase, wenn wir die Produkte sozusagen uns angucken, der Herr Ruhland und ich, draußen einfach mal ein bisschen rumgesägt und wir können Ihnen eine Sache sagen, das Ganze schneidet, schneidet, schneidet und vor allem leicht. Sie gucken Sie mal, das liegt so ein bisschen, ich könnte jetzt auch rein theoretisch bei den drei Musketieren oder beim Krieg der Sterne mitmachen. Ja. Das gute Stück liegt einfach gut in der Hand und ich könnte jetzt so oder so schneiden und es ist wirklich leicht und das ist für mich wichtig. Das Coole ist natürlich, dass man auch jederzeit eben diesen Heckenscherenaufsatz, gerade für etwas höhere Hecken, wir haben zum Beispiel so eine Thujenhecke, die mittlerweile auf fast 5 Meter hoch gewachsen ist, durch den nicht wirklich vorhandenen Winter und durch die schönen Temperaturen, die wir im Spätsommer hatten, schießen die also wirklich in die Decke. Nur da kommen sie nicht hoch auf 5 Meter Höhe. Also was macht man? Man braucht eine Verlängerung, setzt hier nicht den Rasenscherenaufsatz drauf, sondern ganz einfach den Heckenscherenaufsatz und kommt dann plus natürlich seine eigentlichen Körperlänge. Und ich bin ziemlich exakt 1,80 Meter groß, bestimmt noch mal auf 3 Meter, 3,50 Meter behaupte ich mal, wenn du sie komplett ausziehst. Kannst das Ganze gerade machen und kannst hier hervorragend also auch mal die Spitzen zurückschneiden. Dadurch wächst eine Hecke natürlich wesentlich gleichmäßiger. Das heißt, der Sichtschutz ist gegeben. Gleichzeitig auch ein gewisser Einbruchsschutz. So handhabe ich das normalerweise zu Hause. Und trotzdem sieht es manierlich aus. Und wenn Sie sich jetzt denken, Moment mal, 4-in-1, wie soll das denn funktionieren? Wir haben Ihnen da genau das erst noch mal vorbereitet, was unser Kollege Ihnen gerade gezeigt hat, nämlich das ausziehbare System. Das funktioniert richtig gut, denn ich kann es auf meine persönliche Einstellung wirklich fest einstellen. Und hier zeigen wir Ihnen, was das Gerät noch kann. Und ich würde Ihnen jetzt gleich was zeigen. Da sagen Sie, okay, jetzt habe ich es verstanden, warum ich genau dieses Gerät brauche. Das ist natürlich klassisch hier. Abschneiden an der Kante, nachjustieren und vor allem einfach mal das Unkraut nicht zupfen, sondern einfach wegschneiden, was zwischen den Fliesen hochkommt, beziehungsweise zwischen den Bodenplatten. Und die Graskanten zum Beispiel auch schneiden. Da haben wir natürlich auch den klassischen Graskantenschneider. Ja. Wir haben nämlich, wie gesagt, das ist ein 4-in-1 Gerät. Und wenn man jetzt sagt 4-in-1, muss man natürlich die Aufsätze wechseln. Und ich zeige Ihnen hier jetzt mal was, wie simpel das geht. Gucken Sie mal hin. Das ist jetzt sozusagen der Spengemann beim Heckeschneiden. Jetzt ruft die zukünftige Frau Spengemann von hinten, aber die Graskante. Dann mache ich einfach Folgendes, ich drücke diesen schwarzen Knopf, nehme das ab und setze einen anderen Aufsatz auf. Jetzt nehme ich das. Hier. Und weil es ja genau aussehen soll, gehe ich also in die Knie. Und dann wird die Rasenkante sauber gestellt. Und das sind nämlich genau die Stellen, wo Sie mit dem Rasenmäher normalerweise keine Chance haben, weil da irgendwo die Reifen vom Rasenmäher sind. Trotzdem möchten Sie die Kanten an den Begrenzungssteinen zum Beispiel mal schön sauber rausschneiden. Das soll manierlich aussehen. Speziell im Vorgarten, da laufen auch die Nachbarn dran vorbei. Und was sollen die alle denken? Dann hast du jetzt hier wirklich 4 Geräte in einem, für die man gut und gerne an anderer Stelle mal ein paar 100 Euro los ist. Denken Sie mal, was Sie hier alles bekommen. Gehen Sie mal in den Baumarkt und kaufen sich mal eine vernünftige Heckenschere. Sind Sie mit mindestens 80 Euro dabei. Wenn es eine halbwegs manierliche sein soll, schnell auch mal 120 bis 150 Euro vom Preisgefüge her. So eine Graskantenschere, die kostet normalerweise auch um die 60 bis 80 Euro. Ein klassischer Kantentrimmer, der ist normalerweise auch nicht unter 80 Euro zu haben. Und wir haben natürlich noch die 4. Funktion, das ist der Laubsauger oder auch Laubbläser, je nachdem, wie Sie es einstellen möchten. Spätestens im nächsten Herbst kommt der dann wieder zum Tragen. Das ist einfach mal toll. 4 Geräte in einem. Ich wollte Ihnen das gute Stück eben noch zeigen und das zeige ich Ihnen auch gleich. Da sehen wir es im Einsatz und gucken Sie mal. Jetzt könnte ich das auf den langen Aufsatz und könnte dann mir das Knien ersparen und könnte einfach ganz klassisch so die Kante bearbeiten. Hier wurde mal mitgedacht, das heißt, wenn Sie nicht in die Knie gehen wollen, können Sie damit natürlich auch wunderbar arbeiten. Das ist alles dabei. Klar, Teleskopgriff ist dabei, um 90 Grad drehbar und natürlich auch als Handgriff verwendbar. Das Ganze alles im Paket. Und die Bestellnummer für dieses Paket ist die NX und dann die 5002569. Hier ist einfach mal an alles gedacht worden. Und damit können Sie den Garten jetzt zu dieser Jahreszeit schön machen und wie mein Kollege sagte, am Ende natürlich auch das Laub wegblasen. 0180 51 51 3 mal die 2 ist unsere Telefonnummer. Rufen Sie an und bestellen Sie.